Hallöchen und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Es geht weiter mit der 100 Baby Challenge. Und wir sehen schon, die gute Melody, die kümmert sich gerade um ihr Kind. Und da machen wir jetzt einfach direkt weiter. Wir werden, also ich habe mir überlegt, sie hat das Kind jetzt ja am Mittwoch nachts geboren. Ich werde das am Freitag dann groß machen. Groß machen, Junge, was soll das? Also, ich werde es altern lassen. Das Kind hat bestimmt Hunger. Mach mal mit Flasche, bitte. Danke. Und danach, lad dir bitte deinen Freund ein. Also deinen Fastfreund, den du als Freund haben willst. Hier, den hier. Weil dann können wir uns mit dem anfreunden. Mit dem haben wir ja das Kind. Jo, Marvin kommt gleich. Hello. Was geht? So, und wir versuchen jetzt, uns halt langsam wieder zu nähern. Erstmal bitten wir ihn halt freundlich herein und so. Wir müssen jetzt erstmal wieder ein bisschen freundlich sein, weil sonst klappt das sowieso alles nicht. Huhu. Ich mache einfach mal ein Kompliment über sein Aussehen. Warum hasst er mich so sehr? Was ist sein Problem? Dann seien wir halt, müssen wir halt erstmal Best Friends forever sein oder so. Kein Plan, Alter. Fuck, Mann. Was ist denn sein Problem? Irgendwie will er uns einfach nicht. Was ist denn sein Problem, Mann? Oh, das geht jetzt. Komplimente nimmt er immer gerne, ne? Wow. Wow. Machen wir mal einen Anmachspruch. Vielleicht klappt das ja besser. Bruder, was ist sein Problem? Lass mich dich einfach bumsen, Mann. Er ist verheiratet, als wir zum ersten Mal gesagt haben, ihn gefragt haben. Nö, dann geh. Warte, just go away. Dann suchen wir uns jemand Neues. Ist mir doch jetzt scheißegal, Mann. Das sehe ich nie ein, Mann. Was zur Hölle? Ist hier ein Typ? Ach, du bist verheiratet, ne? Das ist Björn. Dann gehen wir halt. Das Kind schläft sowieso. Macht keinen Unterschied. Wir gehen mal dahin. Alleine. Es wird schon passen. Oh, wir können ihn ja mal fragen. Wir können ja mal uns freundlich vorstellen. Wenn er direkt so ein Typ ist? Natürlich, sage ich da nicht nein. Ne? Ich möchte ihn fragen, ob er Single ist. Weil dann würde ich ihn anmachen. Huhu! Er ist Single, das ist schon mal gut. Wir versuchen ihm erstmal ein Kompliment übers Aussehen zu machen. Vielleicht klappt das ja direkt. Das wäre ja schon mal ganz nice. Ihm gefällt es, das ist gut. Wir freuen uns trotzdem ein bisschen eher erstmal an. So, nimmt er das jetzt wieder so auf? Werden sehen. Ihm gefällt's. Flirten wir einfach mal? Hallo, ich will, dass du flirtest, Girl. Oder aufreizend posieren. Das ist gut. Warum können wir kaum noch Sachen machen? Biete ihm eine Hose an, das ist kein Problem. Ist mir egal. Ich mache alles, was ich tun muss. Nur damit ich diesen Typen hier kriege. Beziehungsweise sie halt. Okay, er mag's auf jeden Fall. Dann würde ich sagen, wir können ihn bestimmt mitnehmen. Das wäre nämlich ganz gut, dann können wir das nämlich zu Hause alles regeln. Weil wenn wir da keine Interaktion ausführen können, wäre das ja ein bisschen dumm, ne? Ersten Kuss erleben. Das wäre natürlich nice, wenn das direkt klappen würde hier, ne? Let's go, guys. Ja! Hat geklappt. Aufreizend posieren. Hände küssen. Dann küss nochmal seinen Hals. Dann versuche ihn zu verführen. Und dann mach Baby. Aber ich bin da gerade ziemlich zuversichtlich, dass das so klappt. Ich meine, der Typ steht, glaube ich, richtig auf sie. Sehr natürlich. Praktisch. Oh, okay, da würde ich auch nicht nein sagen. Okay, er sagt ja. Immer schön, wenn man Bum-Bum hat, während man neben seinem Baby so, will ja nicht sagen, aber ich würde es jetzt nicht so tun. Aber es geht darum, dass wir ganz viele Kinder kriegen, deswegen können wir das nicht anders machen. Wow, dieses Kind. So, sie macht jetzt erstmal Schwangerschaftstest. Ich hoffe, es hat geklappt. Wäre gut. So, komm, come on, girl, come on. Yes! Perfekt. Oh, ew. Kannst du das bitte... Oh, boah. Sehr widerlich. Dem Kind geht's gut, das ist schön. Du kannst jetzt, gehen. Tschüss. Ich brauch dich nicht mehr. So, dann haben wir schon, zweimal Kids gekriegt mit zwei verschiedenen Daddies. Beziehungsweise haben noch nicht das Kind gekriegt, aber wir sind zumindest schwanger von jemandem. Das ist perfekt. So, viel Spaß beim, Säubern. So, ich schicke sie jetzt mal wieder angeln, weil wir haben nicht mehr so viel Geld und ich denke, die nächsten Rechnungen dauern jetzt nicht mehr so lange. Und ich meine, wenn das Kind zum Toddler wird, brauchen wir auch Toddler-Sachen. Deswegen müssen wir unbedingt an Geld irgendwie kommen. Ja, die können wir leider nicht verkaufen. Schade. Aber ja, sie muss jetzt auf jeden Fall angeln. Wir brauchen das Geld. Ich meine, wir brauchen erstmal Toddler-Sachen und dann können wir irgendwann auf dem PC sparen. Das ist ja alles nicht so einfach, wie es aussieht. 193, Junge. Geil, das haben wir gebraucht. Oh, Regenbogenfische, cool. Teil für Küche. 90, wow. Die Kuhpflanze brauchen wir nicht. 180, perfekt. Ich freue mich schon, wenn sie Erziehungslevel 10 erreicht und sie dann Babys einfach direkt
versorgen kann. Das wird schön. Morgen ist Liebestag, das bringt uns aber nicht so viel, ehrlich gesagt. Oh, dieses Kind regt mich so auf, ne? Und wann kriegen wir bald ein neues, Alter? Aber da können wir uns da... Oh. Bisschen besser drum kümmern dann auch. Also ich meine, das kann ja dann auch alleine Dinge tun, so. Wir können ja einfach Essen rausstellen und so. Das kann sich das dann selbst nehmen und so weiter. Ich werde übrigens so einen Trait-Randomizer nehmen, was die Kinder halt kriegen für ein Merkmal und so. Ja, weil das heißt ja, dass man das random wählen soll. Das ist bei Sims 3 zwar ziemlich einfach und so, aber ja, das war es dann halt auch, ne? Also hier muss man das ja dann wirklich dann so machen, dass das halt wirklich, man wirklich einen Randomizer nehmen muss und so und nicht vom Spiel aus einfach sagen kann, ja, mach einfach irgendwas so. Das geht ja leider nur in Sims 3 und so. Was mir noch eingefallen ist, man könnte ja theoretisch das so machen, dass man die Wände hier einreißt und dass das dann ein großer Raum ist, weil ich glaube, das bringt uns letztendlich dann mehr. Also ich meine, wir kriegen dadurch halt Geld und so. Und ich glaube, das ist schon relativ gut so. Ich mach mal provisorisch das hier weg. Dann brauchen wir ja auch nur eine Tür. Die brauchen wir dann ja so zack, zack, zack. Und dann ist das gleich viel. Dann brauche ich aber überall auch dieselbe Tapete, weil sonst ist es komisch. Aber jetzt haben wir 1600. Glaub schon, dass uns das weiterbringt. Ich bin der Meinung, wir sollten sie ein Buch schreiben lassen. Deswegen würde ich ihr jetzt gerne einen PC kaufen. Als erstes den hier für 800. Weil ich glaube, der ist so erstmal okay genug. Könnten uns auch das hier schon direkt kaufen. Aber es kostet schon 500. Also vielleicht können wir uns das ja leisten. Weil das wäre natürlich gut für die Kids, damit die halt alles lernen. Aber ich würde erstmal damit anfangen, weil dann muss sie nicht die ganze Zeit angeln gehen. Ich meine, das macht sie jetzt erstmal noch eine Weile, weil sie dadurch jetzt gerade auch ganz gut Geld verdient. Aber zwischendurch kann sie dann ja auch andere Sachen machen. Teil der Küche 90. Woo! Ich meine, wenn das jetzt gerade so weitergeht, ist natürlich gut. Aber ich würde trotzdem gerne ihren Skill hochbringen, dass sie dann halt schreiben kann. Weil dann kriegt sie ja immer Geld regelmäßig. Und das würde uns natürlich schon mehr helfen, als wenn wir dann immer zwischendurch hier weggehen müssen und so weiter. Dann schreiben wir jetzt unser erstes Buch. Genau das. Ist mir ja egal, wie das heißt. Wir wollen ja nur Geld davon kriegen. Yeah, wir haben die 1000-Dollar-Marke, beziehungsweise Simoleon-Marke erreicht. Woo! Wir kommen zwar noch nicht so krass weiter mit, aber es bringt uns auf jeden Fall schon mal irgendwas. Schon Level 3. Woo! Mann, das geht so schnell, wenn man die ganze Zeit diese Kiddies hier denen helfen muss. Okay, sie können jetzt Bücher veröffentlichen. Das heißt, wenn das Buch fertig ist, dann geht's ab. Selbst veröffentlichen, dieses Buch da halt. Dann kann sie ja direkt ein neues Buch anfangen zu schreiben. So, das Buch ist auch fast fertig. Dann kriegen wir schon mal regelmäßig zumindest ein bisschen Geld. So. Der ist veröffentlicht. Super. Oh, es ist ja schon Freitag. Warte, dann lassen wir das Kind nochmal älter werden. Ich wollte ja schon Freitag das machen. Okay, habe ich ein bisschen verpeilt, aber passt schon. Gut, mein liebes Kind. Werd älter. Oh Gott. Woo. Okay, ich suche kurz Randomizer raus und dann tippe ich einfach irgendwas an. Silly. Silly müsste albern sein. Ein süßes Kind. Oh Gott. Das können wir auch verkaufen. Das bringt uns 150. Woo! Okay. Ich mach mal kurz Licht an. So, dann würde ich sagen, stelle ich denen noch ein Puppenhaus hin. Das günstigste. In Rot. Passt. Ich könnte ja theoretisch schon mal noch ein Bett kaufen. So, aber in einer anderen Farbe dann. So wohl voll cool und so. Ich glaube, ein Töpfchen reicht erstmal. Kein Plan. Sehen wir dann. Noch kann das ja so eine komische Anordnung haben. So, kommt dahin. Ich bin hin und her gerissen, ob ich das Slablight jetzt kaufen soll. Aber ich würde eigentlich gesagt sagen, ja. Wir kaufen das jetzt einfach. Und wir müssen gucken, ob wir jetzt das Nachtlicht uns noch leisten können. Weil ich möchte nicht, dass sie jede Nacht aufwachen, weil sie ja so krass einen Albtraum haben. Tja, ja, können wir uns leisten. Super. Das nehmen wir dann in der Farbe so, weil das ist süß. Yay! Alles wunderbar. 134 ist sogar noch okay. Dann hochheben und dann Angie hier absetzen. Also wenn jetzt übrigens ein Junge kommt, dann würde der auch wieder mit A anfangen. Also jedes Mädchen kriegt einen Namen mit, also wird dann jedes Alphabet durchgehen und ja, jeder Junge halt. So, du isst jetzt erstmal. Dir geht's super. Gut, dann kannst du ja mal direkt anfangen, dein Leben zu verbessern. Weil sie muss halt alles auf Level 3 bringen von ihren Fähigkeiten. Also Bewegung. Hier auch alles, was beim Tablet ist. Also Bewegung. Kleinkinder. Also hier, dass der Gespräch. Denken. Kreativ sein. Und halt reden.
Aber ja, da schaffen wir ja alles. Passt schon. Ich guck nochmal im Create a Sim, wie das Kind aussieht, weil es soll ja nicht ganz komplett scheiße aussehen, ne? Also meine Frisur lasse ich, finde ich süß, aber die Augenbrauen. Stopp. Das sehe ich nicht ein. Gibt's den Rock in einer anderen Farbe? Dann würde ich den lieber so haben. Ist so. Das brauchen wir eh nicht, aber ich gebe jetzt einfach irgendein Kleid. So. Nein, das hat Headband. Brauchst du auch nicht zum Schlafen. So, warte, ich habe so richtig süße Bodysuits eigentlich. Oh. Und den. Die brauchst du nicht. So, dann zieh den coolen an. Und trag einfach die coole Hose da. Und dann machen wir die in schwarz. Badekleidung. Ziehst du den hier an. Du trägst keine Brille, Girl. What up? Das ist ja eigentlich schon okay so. Mach die dann auch nur in den Farben. Und das machst du weg. Und im Winter ist das auch okay. Aber bitte Schuhe auch in anderen Farben. So, perfekt. Perfekt. Sie war nicht so schrecklich, wie ich dachte. Wie manche andere Sims manchmal sind, wenn sie altern. Warum hatte es einen Albtraum? Kind, what are you doing? Warte, dann kannst du dem Kind mal kurz ein bisschen beibringen, aufs Klo zu gehen. Ich meine, das braucht sie ja nicht zwingend, aber es ist halt einfacher, wenn sie von selbst aufs Klo gehen kann. So, dann lauf einfach ein bisschen herum. Hallo, Spiel, lag nicht. Stopp. Stimmt, heute kommt wahrscheinlich noch das Kind. Ach Mensch, geht alles so schnell. Aber muss auch so sein hier in dieser Challenge, ne? So, dann fang ein neues Buch an. Du hast zu tun, du isst nämlich und dann kannst du Sim-Shape spielen, keine Ahnung. Das können wir verkaufen. Wie man Geld macht. Woo! Oh, wehen! Wehen, 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 wehen. Baby im Krankenhaus bekommen, mitmachen. Nein, ich gehe alleine. Sehe ich nicht ein. Angel ist zur Tagespflege. Das ist schön für sie. Kann da jemand bitte an der Dings sitzen? Nein, du guckst jetzt kein Fernsehen. Was ist dein Problem, Girl? Am Empfang anmelden. Am Empfang anmelden. Warum kannst du das nicht? An Empfang anmelden. Also das Kind kam jetzt am Samstag. Das heißt, wir werden es wahrscheinlich am Montag altern lassen. Werde ich bestimmt noch dran denken, hoffentlich nächstes Mal. Oder die Kinder, wissen wir jetzt ja noch nicht. Ich hoffe tatsächlich auf Mehrlinge, weil dann geht das alles ein bisschen zackiger voran. Ist dann auch stressiger, klar. Aber der Stress gehört doch zu dieser Challenge, oder? Okay. Ja, beeil dich. Ein Junge. Das heißt, wir müssen einen Namen mit A finden. Ich wäre jetzt spontan für Alex. Yes, noch ein Girl. Also ein Mädchenname mit B. Nennt sie Bertha. Ist ja auch egal, so. Okay, es sind Zwillinge. Das ist auch okay. Zwillinge ist schon mal ganz gut. Sehr schön, wir haben Zwillinge. Woo! Und wir haben noch ein paar Minuten, um aufzunehmen. Das heißt, wir können uns noch ein bisschen drum kümmern. Oder wir suchen uns noch einen neuen Typen, aber ich glaube, das schaffen wir nicht in der Zeit, wo ich noch aufnehmen möchte. So, ab nach Hause geht's jetzt, ne? Das Erste, was wieder gemacht wird, die Kids werden anders hingestellt. So, du kommst so. Und du kommst. Ich muss mir eine Liste anfertigen, dass ich dann nicht erstmal zwei Namen gleichzeitig zweimal nehme. Und zum anderen, dass ich halt weiß, bei welchem Buchstaben wir bei welchem Kind sind. So, denen geht's beide scheiße. Super. Bitte beide einmal füttern. Oh, Romantikfestival. Eigentlich wäre es gut, da hinzugehen. Wir füttern die Kids kurz und dann laufen wir dahin. So, denen geht es beiden gut. Dann gehen wir dahin. Weil dann lernen wir jemanden kennen. Und das hilft mir ja weiter, weil dann können wir direkt wieder schwanger werden. Woo! Geoffrey Landgrab, der bringt uns ja nichts. Die Bilder können wir, glaube ich, verkaufen, weil, auch wenn es nicht unsere sind. Wer bist du? Sean irgendwas. Ich möchte mich freundlich vorstellen. Freundlich! So. Also, sie hat noch diese Kleidung an. Moment. The Samba. Dann fragen wir ihn, ob er Single ist.
Aber wenn er Single ist, dann bin ich dabei. Er ist verheiratet, okay. I don't care. Ja, bist du? Bist du verheiratet? Warte, das können wir doch eigentlich auch nachgucken. Bist du verheiratet? Ehegatte. Ach so, die sind verheiratet miteinander. Boah. Ist hier noch ein Typ? Oh. Der. Dann, stell ich mich trotzdem einfach freundlich vor. So. Der Romantik-Guru. Mit dem Kind haben ist doch bestimmt cool. Kannst du... Just go away. Einen weißen Rat bitten? Mache ich ihm ein Kompliment über sein Aussehen. Mal gucken, vielleicht springt er ja drauf an. Ich meine, er ist ja schon mal geil. Das ist ja schon gar nicht bad, ne? Okay, er will anscheinend nicht, aber wir kennen ihn zumindest. Das heißt, das ist ja schon mal ganz gut. Ehegatte Keins. Dann spreche ich ihn noch einmal an. Wir wollen ja zumindest mal kennenlernen, alle, ne? Okay, er springt auf jeden Fall auf meine Sachen ein. Das hilft mir auf jeden Fall weiter. Yes, girl! Nice. Aber ich würde sagen, wir beenden hier den Part, denn meine Aufnahmezeit ist so langsam vorbei und ich möchte das ja auch noch runtercutten und so. Das können wir dann im nächsten Part hier einfach so weitermachen, wie das hier so läuft. Wir sehen uns auf jeden Fall beim nächsten Mal. Bis dahin und tschüss!